Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zur SWAT Duel Challenge. Ja, ich habe mir gerade noch was zu trinken eingeschenkt, in mein Glas gemacht. Und nun, ist es soweit, ich bin ein bisschen, nervös. Ist, glaube ich, mein erster Shaolong-Kampf. Also richtiger Shaolong-Kampf seit was weiß ich wann. Ich glaube, den letzten Shaolong-Kampf, den ich so gemacht habe, so wettbewerbstechnisch, war bei dieser einen Challenge, wo ich in Season 2 irgendein Team dann vertreten habe, weil der ausgestiegen ist, wo ich mit meinem Turtok das Wasserbüse Turbo Dreher und so konnte gewonnen hatte. Ja, ein bisschen nervös bin ich. Ah, da haben wir das Team. Also typentechnisch her, sag ich mal, bin ich auf jeden Fall besser aufgestellt. Er hat zwei Käfer, zwei Normal-Pokémon, ein Elektro-Pokémon und einen Wasserboden. Am meisten Angst habe ich eigentlich vor diesem Morabel. Da werde ich, denke ich, auch auf jeden Fall meinen Reptain brauchen. Genau. Und ansonsten, ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das Ganze angehen will. Ich habe mir jetzt schon überlegt gehabt, als der Start wird er 100 Pro mit Eneko machen. Ja, auf jeden Fall seine beste Option zu starten. Deswegen möchte ich auf jeden Fall eigentlich mit Flämmchen beginnen. Weil das auch gegen den gesamten Rest eigentlich gut was machen kann. Das machen wir auch. So, diese Begegnung hatte ich schon irgendwie befürchtet. Fuck. Machen wir den Rock Smash. Vielleicht prediktet er den Wechsel. Fände ich auf jeden Fall nice. Aber Reptain brauche ich eigentlich so gut wie es geht voll. Also meine Technik ist es auf jeden Fall. Meine Taktik, nicht meine Technik. Meine Taktik ist es auf jeden Fall, ein bisschen auch zu sweepen mit Kleinstein. Ah, Papinella hat aber, glaube ich, keinen Absorber. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil, weil der hätte mir eine Menge geholfen. Weil mit dem Absorber hätte ich auf jeden Fall hier nochmal Druck machen können und er hätte dann auf Felsgrab gehen müssen. Worauf er auch jetzt so gegangen ist. Schwierig, schwierig. Ich setze nochmal Rock Smash ein. Ich dürfte, denke ich, noch schneller sein. Oh, nicht mal unbedingt. Ist aber eigentlich ziemlich egal, weil ein doppelter Death Drop wäre auf jeden Fall nice. Eine Alternative habe ich eigentlich auch nicht wirklich, also weil mit Rock Thump ist er eigentlich ziemlich sicher. Er könnte das eigentlich spammen, er hittet jedes meiner Pokémon gut, bis auf Kleinstein. Das möchte ich eigentlich ziemlich voll haben. Und ja, da möchte ich auch eigentlich nichts reinwechseln, weil ich den Rest eigentlich so gut wie es geht behalten möchte. Ich könnte Klingplim noch opfern, das wird, denke ich, auch auf jeden Fall mein Opfer-Pokémon hier in dem Kampf sein und Zigzags. Zigzags. Aber
Ja, er setzt auf jeden Fall nochmal Rock Thump ein. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass ich nicht noch den zweiten Death Drop gekriegt habe. Ich gehe auf Mac Punch. Vielleicht vermutet er auch. Nein, okay, ich habe gedacht, vielleicht vermutet er den Wechsel. So ist aber auf jeden Fall auch in der Range, wo ich sagen könnte, Pursuit reicht auf jeden Fall aus. Egal, ob ich ihn direkt hitte oder er wechselt. Und dadurch ist sein Morabel auf jeden Fall mal weg. Erste Bedrohung schon mal beseitigt. Eigentlich gut. Weil danach kann er mich nicht mehr so gut pressuren. Weil seine ganz normalen Pokémon haben nichts gegen meinen kleinen Shen in der Hand. Sein Beaver und sein Zerpeiser haben nichts gegen meinen Papinella in der Hand. Sein Vati hat auch nichts gegen meinen kleinen Shen in der Hand. Und ich hätte im Notfall noch Zigzags und Klimplim als Opfer. Das ist gut, das ist eine gute Ausgangslage. Also wie gesagt, sein Morabel hat am meisten gepressured. Stimmt, kackt der da die ganze Zeit? Ich denke mir einfach nur so, ja, wird bestimmt schon gut klappen. gut, das ist auf jeden Fall mal jetzt der erste Streich und der zweite folgt hoffentlich zugleich. Ich bin jetzt nochmal gespannt, was er jetzt macht. Weil so richtig eine Alternative hat er jetzt ja eigentlich nicht, auf die er zurückgreifen kann. Ego pressured jetzt schon, weil wenn er halt seine Gift-Pokémon rausholt, seine Käfer-Pokémon rausholt, Papinella kontert die knallhart. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Vierfach-Resistenz ist auf jeden Fall gut drin. Das hat mich auch so gewundert, warum er seinem Beabor den Gift-Step weggegeben hat. Ich meine, gut, das ist ein Gift-Step mit Giftstachel, der nicht der beste ist, aber er hätte einen Step bekommen und vergiftet. Also ich hätte auf jeden Fall auf den Giftstachel zurückgegriffen. Dementsprechend, warum eigentlich bis 20,9 bis 22,9? Muss ich das jetzt verstehen? Nee, ne? Ach, mir doch egal. Auf jeden Fall, wenn er jetzt halt Vati rausholt, dann kann ich eigentlich schon zum Sweep ansetzen. Weil dann hat er nichts mehr wirklich gegen mich in der Hand. Vati ist nämlich dann das Pokémon, in das ich Kleinstein easy reinwechseln kann. Deswegen bin ich mal gespannt, ob überhaupt zu Vati greift oder sagt, er greift zu einem seiner Normal-Pokémon, um meinen Kleinstein nicht reinzulocken. Ohne es jetzt böse zu meinen, mit meinem Kleinstein sieht es halt schon nicht so gut aus für ihn. Weiß jetzt gar nicht, wie viel Speed sein Dings hat, sein Beaver. Das könnte ich mal gleich ganz kurz nach. Und da kommt Vati, okay. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie viel Speed sein Beaver hat. Das wäre jetzt natürlich schwarz überblenden, weil ihr jetzt Discord sehen würdet. Hier, Sets. Bibo. Okay. Ja, das reicht sehr gut. Es kann eigentlich nichts gegen mich, deswegen. Also ein Doppelswitch wäre jetzt auch nicht so sicher von ihm. Ich werde jetzt einfach auf meinen Kleinstein gehen und er wechselt auf sein. Ist das Shiny?
Da will jetzt bestimmt meine Robustheit raus. Ich habe doch eh keine Robustheit. Kann es zufälligerweise vielleicht irgendeine Attacke, die ich nicht weiß? Haha, ich weiß, worauf er hinaus möchte. Nee, 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 darauf lasse ich mich nicht ein. Kann er vergessen. Da hole ich Glöckchen rein. Weil genau das habe ich predicted. Das ist die Sache, gehe ich auf Confusion oder auf Uproar? Weil Uproar wäre halt schon stark. Kommt ja nochmal den Boost, dank höherer Dings, dank höherer Gen. Und trifft eigentlich alles hart. Und egal was kommt, es frisst auf jeden Fall Schaden und mehr muss es ja eigentlich auch nicht machen. Also da hätte ich mehr gemacht, als ich erwartet hätte. Wäre es halt Bibor, aber das ist das Einzige, da würde Confusion härter treffen. Aber ich glaube, wenn, dann geht er eher auf sein Quick. Ach, ich gehe einfach auf Uproar. Egal was kommt, es frisst mindestens einen Schaden. Wie ihr wirklich gedacht habt, ich falle auf seine Dings rein. Auf seine Tract. Das finde ich witzig. Ich habe mir seine Attacken schon ein bisschen angeguckt. Wenn auch nicht viel. Da kommt die Thunder Wave. Da kommt das nächste Uproar. Und das macht gut Schaden. Für einen Klingplim gar keine Frage. Richtig guter Schaden. Da kann ich mich echt nicht beklagen. Und das Gute ist, wenn ich jetzt nochmal... es kriegt mich, denke ich, nicht mit einem Hit down. Wenn ich jetzt nochmal mit Uproar treffe... Dann ist Fluffy in dem Bereich, also sein, wie heißt es denn, Vati in dem Bereich, wo ich dann sagen kann, wenn das nächste Kiefer-Pokémon reinkommt, hole ich nochmal mein, und da kommt der nächste Käfer. Schade. Das hätte ich nämlich gesagt, hier, ich hab dich, du triffst dann mit Vati genug. Ja, gehen wir am besten wieder in Wurmi, ne? Auch wenn da jetzt gleich ein richtig harter Blutsauger auf uns drauf kommt. Es ist halt nicht genug. Es ist wirklich nicht genug. Jetzt ist die Frage. Gehen wir auf Gast aus? Ach, gehen wir erstmal auf Gast. Mal gucken, was er macht. Bisher hat ihm auch mein Klingplim jetzt eigentlich mehr Probleme gemacht, als ich dachte. Was ich natürlich gut finde. Also ich mache schon Druck auf ihn. Ich muss echt sagen, Papinella. Es war so ein Glück, dass ich Papinella erhalten habe. Weil dieser Flugstep haut mehr rein wie bei Pudox und es hat halt diese Vierfachresistenz gegenüber seinen Käfern. Also es war auch die weiseste Entscheidung von mir, hinzugehen und zu sagen, ich nehme... Ah, da will er... Ich nehme Papinella mit einem Team. Da kann er eigentlich nicht viel gegen machen. Probiere ich nochmal meinen kleinen Stein reinzukriegen. Mein kleiner Stein macht ihm halt schon Probleme, aber Papinella ist halt so ein bisschen so dieses Defensive, das halt viel frisst von seinen Käferattacken. Ich möchte es nicht jetzt einfach so ohne weiteres hergeben. Da wäre ich blöd. Das war mir jetzt ein bisschen bewusst, dass das kommt. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Ego brauche ich eigentlich nicht mehr, Eggy aber auch nicht. Ich könnte gucken, wie viel Speed seins hat. Also entweder hat er sich da verschrieben oder ich bin da besser. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz in mein Video reingucken.
Nee, meins stimmt. Okay, krass. Nee, dann wechsle ich so, warum nicht? Ich wechsle meinen Zickzacks, weil das ist warum auch immer angeblich viel, 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 viel schneller. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Oh. Wartet mal. Das canceln wir noch mal. Teambuilder. Neues Team. Import, Export, V, Save. Hier. So sieht das Ganze schon viel besser aus. So. Okay. Seins ist schneller als meins. Was mache ich denn da? Es ist auf jeden Fall sein zweitschnellstes Pokémon, nur noch Bibo ist schneller. Ich könnte auch versuchen. Ja, auf. Ich hau dich rein. Ihr könnt jetzt denken, dass ich auf dem Pursuit. Ich gehe auf dem Pursuit. Nichts ist sicherer als der Pursuit. Ihn. Und die Quick Attack nimmt ihn nicht raus. Da muss ich nochmal Pursuit drücken. Vielleicht denkt er auch, ich wechsle jetzt im Wechsel deshalb auch. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Weil die Quick Attack ist ungefähr so stark wie Pursuit. Dann reicht das sicher nicht. Also so viel Prozent sind es dann doch nicht Unterschied. Also das kann mir keiner erzählen. Wenn wir nämlich gucken, hier war die Differenz 4%. War doch nochmal irgendwo hier. 2%. Also genau, das wäre alles andere. Wäre einfach nur total schwachsinnig. Ich meine, ich kann ja Ego eigentlich opfern, ich brauche es nicht mehr. Es macht eigentlich keinem Pokémon von ihm Druck in dem Sinne. Es wird auch nicht besiegt, das heißt, Zigzagoon ist auf jeden Fall down. Sehr gut. Also es macht ja wirklich keinen Druck. Er hat nur noch zwei Käfer, da macht es keinen Druck. Gegen Vati kann das selbst nicht viel ausrichten und gegen Emiko, okay. Ich meine, so, es kann zwei Pokémon ein bisschen gegenhalten, aber das hätte Track, das wäre blöd. Vor allem auch dafür habe ich Klingplim. Jetzt ist die Sache. Eigentlich hingegen könnte auf Pursuit drücken, aber das wäre mega dumm. Ich glaube, ich versuche es mit Quick Attack ein bisschen anzuhitten. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Weil es wird eh Cat Vander einsetzen, da bin ich mir sicher. Drücken wir die Quick Attack. Und hoffen, dass es nochmal viel Schaden raushaut. Weil danach muss er zuerst wechseln. Ich kann mich dementsprechend einstellen.
Ist halt gut, da habe ich dann das Momentum. Und egal was er hat, ich kann was Gutes reinwechseln. Das ist halt wirklich dann mein Vorteil. Also es wird Zeit, Ego zu opfern. Oh, okay. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Setzen wir Wurmi ein, also und versuchen. Wollen wir das wirklich versuchen? Es ist echt riskant eigentlich, Stunspore einzusetzen. Wir sind auch nicht schneller. Das wäre dumm, wenn ich Stunspore einsetze. Ich versuche meinen Gegner zu vergiften. Schade. Die Sache ist, ich kann ja wieder auf Fels gehen. Er kann nichts gegen Fels machen. Absolut 0,0. So, und jetzt gehe ich auf Rock Polish. Und kann man versuchen, mein Bestes zu geben mit anderen Attacken. Ja, das ist seine einzige Chance noch. Da muss ich ein bisschen auf mein Glück hoffen bei Magnitude, dass was Gutes rauskommt. Weil mit einer schlechten Roll wird es echt schwierig, das Ding down zu kriegen. Und der Track, der nervt mich auch ein bisschen. Also es kann ja nicht viel ausrichten, aber dann kann er wechseln und das wird dann ein bisschen ekelhaft. Ich glaube, ich habe das zu früh reingeholt. Ich glaube, mein Kleinstein ist zu früh drin. Ja. Oh, Sing. Oh. Böse. Nee, da hole ich es nochmal raus. Da wäre ich blöd. Das wäre echt blöd. Da packe ich jetzt die Confusion, glaube ich, aus. Das wäre am sinnvollsten. Weil damit mache ich auch am meisten Pressure auf B-Bordern. Falls er umwechselt. Weil er muss auf jeden Fall. Gut. Und es kommt sein Zerpeise. Ich drück Gast. Nochmal wechseln bringt nichts. Dann setze ich jetzt lieber Tackle ein und opfere es. Jetzt gehe ich hin und hole mein Fels raus und mache nochmal die. Ach, komm schon. Das hat mir jetzt wieder nicht gepasst. Obwohl, er denkt jetzt nicht wirklich, dass er mich damit hat. Ich habe noch andere Pokémon. Das muss ihm klar sein.
Er ist schneller. Oh, das wusste ich jetzt nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt muss Fels einfach durchziehen. So. Fünf, komm, die nächste könnte besser sein. Eine 7 oder eine 8 wäre echt gut gegen Skitty. Verstehen tue ich nicht. Egal. Jetzt muss ich hoffen, dass ich so früh wie möglich wieder aufwache. Ach, das Ding ist doch ekelhaft. Aber es kann mir auch nichts auf der Seite. Und damit hat er schon wieder einen Zug verschwendet von meiner Schlafphase. Ich glaube auch, es kann kein Heuler mehr. Doch, kann's. Verdammt. Hä? Gucke ich gerade beim Falschen? Ah ja, es kann kein Heuler mehr. Oh, dreifacher Schlaf habe ich gekriegt. Das ist natürlich nicht geil. Er bleibt auch drin, also kann ich auch Magnitude drücken. Auch egal, was von beiden frisst auch noch mal gut Schaden und dann der Rockthrow reicht eh aus. Es ist nur die Frage, Beaver hat einen Speedheil mit mir. Ob ich das gewinne, weil er macht schon gut Schaden mit U-Turn. Und zweimal U-Turn. Schwierig. Und ob ich durch das Attract durchkomme, das war die nächste Frage. Hat jetzt mal geschrieben, fuck, ich hab's weggeworfen. Ja, er hat eigentlich so ein bisschen seinen Sieg gerade aufgegeben, weil er hätte mit seinen Käfer-Pokémon meinen Kleinstein auf jeden Fall besser hitten können. Und ja, dann hätte er Klingplim easy fertig machen können. So hat er auf jeden Fall das Problem, dass Bibor und Dings und Zerpeise ein Problem haben mit Kleinsteinen. When you try your best, but you don't succeed. Wahrscheinlich. Komm schon, wach auf. Och. Das ist natürlich nicht gut, dass er das jetzt so bekommt. Und ich krieg wieder zweimal, dreimal Schlaf. Das ist lucky.
Am besten verfehle ich jetzt noch. Nein! Nein! Ach. Na gut, was soll man machen? Zwei Pokémon werde ich verlieren. Zwei Pokémon werde ich verlieren. Ich denke, er wird wahrscheinlich auf Kleinstein gehen und auf Reptine oder Reptine und Pampyro. Ja, ne? Ich denke fast schon Reptine und Pampyro, aber ich habe hier noch Magna, also Pfiffchen in der Hinterhand. Das ist eigentlich ganz gut. Und Klingplim wird sich auch bald entwickeln. Da habe ich ein paar Limpalim, das wird mich auch weit bringen. Ja. Verluste sind Verluste, kann man nichts dran ändern, ne? Ah gut, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat trotzdem das Replay ein bisschen gefallen. Man muss auch Pech haben im Leben. Ja, ansonsten über Kommentare und Likes freue ich mich natürlich immer. Vor allem auch über Kommentare, da kann ich wieder kräftig in die Tasten hauen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge, ne? Tschüdelü!